Ja, hallöchen, und da sind wir wieder da. Es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Und damit meine ich in der Tat gar nicht mal scherzhaft von wegen, naja, gestern kam auch die letzte Folge, ne? Es kommt mir wirklich vor, als wäre es erst gestern gewesen. Das ist krass. Ich weiß nicht, wo diese Woche hingegangen ist. Völlig verrückt. Die hat eben, also, dass halt jetzt schon wieder Freitag ist. Und ich mir denke, wow. Warum ist schon wieder Freitag? Was ist denn da passiert, meine Damen und Herren? Es ist kurz vor 10. Ich kann jetzt eigentlich auch nichts anderes mehr machen, als vielleicht noch ein bisschen weiter im Untergrund noch mehr Stein produzieren, als hätte man ihn noch hier schon genug. Ein bisschen buddeln möchte ich eigentlich noch. Wir haben jetzt beim letzten Mal so schön da hinten in der Ecke geguckt, wo wir uns hinbewegen wollen, nur dass wir uns da nicht hinbewegt haben. So, das können wir aber gern noch tun. Haben wir hier irgendwas in Production? Nö. Haben wir hier irgendwas, was wir in Production geben können? Wir haben viel Lehm, wir haben davon. Wir haben davon. Wir haben davon, wir haben nicht so viel Holz, macht aber nichts. So oder so. Feels like fire. Da ist nicht der. Dann wir hier mal 44. Ja, ist egal, wenn wir am Ende zu viel haben. Weiß ich nicht, ist dann auch nicht das Problem. Wobei ich eigentlich. Ah, da sind auch noch 24 drin. Können wir ja richtig escalaten. Ölschiff haben wir hier. Können wir eigentlich hier schon aus. Benzin gehen uns auch ein bisschen aus, oder? Otter! Da. Immer wieder sonntags machen wir mal Benzin. Oh, der letzte war schon zu viel. Bam, 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 bam. Kann ich mir nicht mehr anhören. So ein Krach hier. So, so fürchterlich. Geh ich. Da gehe ich zum Lachen in den Keller. Ach, das hat mich gestört beim letzten Mal. Also bei der Bearbeitung. Hab ich das gesehen und hab gedacht, warum ist diese Katze da? Kann man die nicht mal wegmachen? So, meine Damen und Herren, verstehen Sie? Ich habe nichts zu erzählen in dieser Aufnahme. Also nichts Weltpolitisches. Es ist in der letzten Woche nichts. Also man kann nicht sagen, es wäre nichts passiert. Aber es ist nichts passiert, worüber ich reden könnte oder wollte oder sonst was. Es gab irgendwie bei den Zeugen Jehovas in Hamburg einen Amoklauf. Ah, das ist eine unangenehme Sache. Ich weiß nicht, was die Menschheit davon hält, wenn ich da sage, ja, puh, ich mag die Zeugen Jehovas auch nicht unbedingt. Da hat endlich mal einer seine Drohung wahrgemacht, von wegen, wenn ihr noch einmal bei mir klingelt, dann komme ich bei euch. Ah, ja, nee. Ich glaube, das Thema lassen wir einfach mal außen vor. Weiß ich nicht, unangenehm. Unangenehme Sache. So. Ansonsten wüsste ich jetzt auch nichts. Keine Ahnung. Die Welt dreht sich weiter. Es geht auf Frühling zu. Das warme Wetter aus dem Süden kloppt sich massivst mit dem kalten Wetter aus dem Norden und beide wollen die Oberhand behalten. Und na, es ist der klassische, Frühjahrskrieg zwischen warm und kalt, der jetzt gerade so läuft. Aber gut, das machen. Macht ja auch nichts. So. Ich habe ein bisschen Spaß gehabt mit Adobe. Hups. Upsi. War ein bisschen teuer, der eine, der Tag da, der Donnerstag. So, mein gestern.
War aber eine gewisse Notwendigkeit gegeben, sage ich mal, damit hier mein 7 Days pünktlich weiterläuft. Ich habe zwar ganz am Anfang, habe ich mal gesagt, ich mache mir dieses Jahr keinen Stress mehr. Will ich nicht. Keine Lust. Und wenn ich mal zeitlich nicht dazu komme, dann gibt's halt keine Folgen. Keine neuen, ist das halt so. Aber ich kenne ja meinen professionellen Anspruch und meinen Ehrgeiz und ich finde es ja auch gut, dass das so ist und dass ich mich dadurch selber ein bisschen dazu jetzt antreibe, doch auch mal wieder hier an der Sache dran zu bleiben. Und das gibt mir ja ein gewisses Ziel, eine gewisse Perspektive, das ist ja auch schön. Deswegen ist es auch absolut okay, dass ich mich da bemüht habe. Und ich habe ja auch gesagt, ich will ab dem 15. Oh, das ist ja für euch jetzt schon relevant. Bei mir ist jetzt gerade klassisch wieder Freitag, der 10. Das ist der Tag, an dem die letzte Abseits-Folge online kam. Ich sehe sie jetzt noch nicht. Ich sehe hier mein... Das ist gerade 8:30. Das letzte, was ich hier sehe, ist die Folge 119, 7 Days. Aber ab 15. März läuft ja wieder eine Reihe der Mega-Rückblicke, das Jahr 2017. Läuft ja jetzt durch. Jetzt gerade, welchen hatte ich zuletzt gemacht? Ich glaube, ich hatte jetzt zuletzt den August gemacht, ne? Genau, so war ja mein Plan gewesen. Ich wollte, wenn es wieder losgeht, eigentlich den August schon fertig haben, weil ich es nicht schaffe, alle drei Tage einen veröffentlichen. Ich schaffe es aber nicht, alle drei Tage einen fertigzustellen, deswegen brauche ich ein bisschen Vorlauf. Und da habe ich gedacht, okay, 15. kannst du anfangen, bis dahin müsstest du den August fertig haben, dann September, Oktober, November, Dezember, ne? das sind 4 Stück, die müsstest du halt eigentlich schaffen. 8x3 Tage hast du quasi Zeit, ab dem 15. Und das sind dann 24 Tage Zeit für die letzten 4 Stück. Musste ich ein bisschen ranhalten, geht aber. Wobei, im Grunde genommen ist es ja eigentlich mehr, denn in dem Moment, wo ich den September dann fertig habe, habe ich ja wieder 3 Tage mehr Zeit. Also eigentlich... Ja, sollte das ja genug zeitliche Toleranz sein für mich, um das noch fertig zu kriegen. So. Da habe ich jetzt, ich weiß gar nicht mehr, also am Dienstagabend hatte ich den fertig produziert, da war ich aber, ich gucke den immer nochmal komplett durch, weil mit den ganzen Sachen, die da drin sind, mit den Titeln, die da eingeblendet sind und die Übergänge und Kram und so, das sind so viele kleine Fehlerquellen quasi. So viele Stellen, wo irgendwas falsch sein kann und wo ich irgendwas vergessen habe. Deswegen muss ich das immer noch mal einmal komplett am Stück durchgucken, wenn ich das fertig bearbeitet habe. Intensiv durchgucken, dass alles genau so ist, wie es sein soll. Und ich habe es, glaube ich, erst ein einziges Mal gehabt, dass das Ding tatsächlich fehlerfrei war und ich beim Durchgucken nichts noch mal korrigieren musste. Also das beweist schon, wie notwendig dieses Korrekturgucken noch mal ist. Es ist immer irgendwo irgendein Titel nochmal falsch oder irgendwo einen Übergang vergessen oder teilweise halt auch mal einen kompletten Titel einfach vergessen. Ne? Ich habe da ja alles vorgespeichert, dass ich es immer nur wieder umändern muss und ab und zu vergesse ich dann mal das Titel umändern und dann steht da halt noch irgendein alter Titel von, keine Ahnung, wann dieser Vorlage quasi ist so. Das fällt dann auch nicht sofort auf, weil da dann nicht gar kein Titel steht, sondern halt einfach irgendein alter und ein falscher. Ja, da muss man alles nochmal durchgucken. Ja. Habe ich am Dienstag nicht mehr geschafft, das war mir zu spät. Das habe ich dann am Mittwoch erst gemacht, das auch relativ spät. Am Mittwoch ein bisschen meine Zeit verloren.
da ging ja der Spaß, da ging dann die Odyssee los. So, am Mittwochabend. Das durchgeguckt, die letzten Korrekturen gemacht. Sehr spät abends dann in die Umwandlung geschickt, weil ich dachte, das machst du jetzt noch schnell fertig, bevor du ins Bett gehst. Ja. Und dann kommt natürlich bei Adobe Premiere keine Fehlermeldung im Vorfeld, dass nicht genug Platz ist auf der Platte, sondern er versucht es erst umzuwandeln und erst zum Abschluss kommt dann die Meldung, wenn das kurz vorm Ende abbricht. Oh, da hat vielleicht der Platz nicht gereicht. Ja, ich habe meine nächste Archivplatte voll. Müsste ich jetzt mittlerweile 1, 2, 4, 5. 5 oder 6? 5. Ich glaube 5. 5 externe Festplatten, Archivplatten verschiedenster Größe sind jetzt mittlerweile voll. Natürlich, je neuer die werden, desto größer werden die. Also die letzte Archivplatte war jetzt eine 4 Terabyte Platte. Die ist jetzt irgendwie auch schon vollgelaufen. Und die aktuelle, ich habe ja eine Aufnahmeplatte, die permanent hier angeschlossen ist und am Laufen ist. Und das ist, ich weiß gar nicht, wie groß die ist, habe ich jetzt gar nicht geguckt. Aber das ist ja die dauerhafte Aufnahmeplatte. Da nehme ich, da wandle ich immer drauf um und von da aus kopiere ich dann halt immer auf andere Platten zum Auslagern und die war halt jetzt auch voll. Jetzt habe ich gemerkt, beim bisschen Platz machen, den letzten Abseits Videos übertragen, um sie von der Aufnahmeplatte rauszulöschen, und da war dann halt, war auch gar nicht so viel, was ich da noch löschen konnte, und dann war halt auch die, ich habe festgestellt, scheiße, meine große 4 Terabyte Archivplatte ist auch schon voll. Da muss ich jetzt auf jeden Fall noch ganz viel rumschieben, weil da habe ich jetzt schon mit Freitagsspecials archivieren angefangen. Da müssen aber eigentlich noch einige drauf. Da hätte ich nämlich ganz gerne alle beisammen. Was mir gar nicht mehr geht, weil die Platte schon voll ist. Das heißt, ich muss da erstmal wieder irgendwelche Sachen runterhauen, damit ich das da alles drauf packen kann. Unangenehm. Ja. So. Und dann dachte ich mir, ui, jetzt muss ich erst, muss ich mal in naher Zukunft mir eine neue Platte holen. Da war das schon am Dienstag, dass ich das dachte. Ich muss gerade mal überlegen, wie das genau lief. Oder ich meine, letztlich. Oh, ein Loch in der Erde. Karl Otto, da kommen wir mal gucken, wo der Stein ist, der große. Also wir sind ziemlich weit unten. Weiß gar nicht mehr. Heute ist Freitag. Nicht stimmt, ich muss am Dienstag schon gemerkt haben. So, muss am Dienstag schon gemerkt haben, dass die Platte dann voll ist, genau, so rum. Und dann am Dienstag ein bisschen. Genau, weil Montag ist ja unsere klassische Kohli-Hände-Zock-Ab. Da kam ich nicht mehr dazu, das Ding noch durchzugucken. Das habe ich noch fertig bearbeitet, aber dann war es schon so spät, weil wir da immer so lang machen. Da hatte ich keine Zeit mehr nochmal durchzugucken. Dann habe ich am Dienstagabend sehr spät durchgeguckt, wollte da umwandeln, war die Platte voll. Dann habe ich da noch ein bisschen hin und her geschoben, mehr war da aber nicht drin. Dann wollte ich am Mittwoch, so genau so war es, dann wollte ich am Mittwoch das Ding dann fertig machen. Ich habe meine Adobe gestartet und plötzlich kriege ich eine Fehlermeldung. Meine Seriennummer wäre blockiert. Ich sollte meine Seriennummer nochmal neu eingeben. Die würde so nicht mehr funktionieren. Also, was ist das jetzt für ein Scheiß? Also machst du das Fenster einfach zu, weil Adobe war im Hintergrund, Premiere war trotzdem offen, so. Ich kam an meine Datei ran und alles, konnte auch mein Rückblicksprojekt wieder öffnen. Also, was ist da los? Keine Ahnung. Da habe ich dann, schlau wie ich war, dieses Projekt erstmal versucht, trotzdem umzuwandeln. Trotz dieser Fehlermeldung hat auch 1A funktioniert. Also, ich habe das Ding noch fertig gekriegt, umgewandelt. Ja. Na, ist ja da okay, das hätte ja jetzt 1A funktioniert. Weiß nicht, vielleicht ist das irgendwie gerade ein komischer Fehler von Adobe oder so. Ich konnte ja trotzdem arbeiten.
Ich mach das Fenster einfach mal zu. Hat er natürlich gefragt, wollen sie es wirklich beenden? Also, ja. Ich sag mal, jetzt ist die Umwandlung durch. Wenn er mir das Programm mitschließen sollte, wäre jetzt nicht so schlimm. Umwandlung ist ja durch. Also zugemacht. Tja. Und, ja. Ja. Ein Wolf. Ja, beim nächsten Mal wieder irgendwas. Ich wollte nach dem 7-Days-Projekt gucken, weil das war ja dann eben genau schon, war ja dann schon Mittwoch gewesen und ich muss ja, Samstag, ich hatte das noch nicht fertig bearbeitet, ich hatte noch ein paar Folgen durchzugucken, ich hatte noch nichts umgewandelt, noch nichts hochgeladen und ich brauche für Samstag die, die nächste Folge, ne? Also gehen wir ein bisschen die Zeit verloren, langsam. Und ich wusste, dass ich jetzt Donnerstag und Freitag noch voll arbeiten muss, Samstag noch einen halben Tag, so. Ja. Ja, hat er nicht mehr geöffnet, ging nicht mehr. Musste die Seriennummer eingeben, da ging es dann schon mal los. Boah, ihr habt das vor 2 Jahren irgendwo gekauft. So online ist ja irgendwo, gab es dann eine E-Mail mit der Seriennummer. Boah, keine Ahnung, ob ich die noch irgendwo hab. Mal gucken. Suchst du mal irgendwo. Also ich hab's dann tatsächlich in alten E-Mails noch gefunden. Wie schön, wenn man nichts wegschmeißen kann. Und ja. Ja, Wölfchen. Du bist ja nicht bei mir daheim, oder? Du kannst da so viel rumholen, wie du willst. Ich hol dich mal hier früh ab. Ja. Also offensichtlich ging da dann gar nichts mehr. Da war dann meine Arbeit für Mittwochabend relativ spontan plötzlich erledigt. Nichts mehr zu tun. Was ich ursprünglich machen wollte, ging nicht mehr, weil Scheiße. Das ist echt kacke. Ich hab das 7-Days-Projekt, das noch auf. Das ist nicht so schlimm, das kriege ich rekonstruiert. Das macht nichts. Was ist jetzt mit meinem Mega-Rückblick? Weil die Vorlage, die brauchst du ja eigentlich auch immer wieder, die neu zu basteln. Da ist ja gar keinen Bock drauf. Ich habe immer noch mein Scum-Projekt offen, wo ich ja schon mehrere Stunden durchgeschaut habe, aber halt im Moment nicht weitermache, weil ich keine Zeit habe oder weil ich erstmal anderes fertig kriegen will. Also, und bei Photoshop noch ein Fotoprojekt offen, das ich tatsächlich beruflich am Machen bin. Es riecht, ist ja richtig unangenehm. Also, jetzt geht es alles nicht mehr. Der Donnerstag war aufschlussreich. Erstmal hat man mir meinen halben Samstag ruiniert, weil eine Kollegin ausgefallen ist und ich den Samstag komplett arbeiten muss. Damit ging dann schon die Zeitnot schon mal los, dass ich dann wusste, okay, scheiße, dann musst du deinen 7-Days-Kram, du kannst ihn nicht mehr Samstagnachmittag noch irgendwie nachholen, du musst es also am Freitag schon fertig kriegen, weil ja, das ist ein Kojote. Weil Samstag 18 Uhr Veröffentlichung 7 Days geht nicht, wenn ich bis 18 Uhr arbeiten muss. So. Schwierig. Ist ein Kojote und kein Wolf. Krass. Ja, scheiße. So, geht's da schon mal los. Dann habe ich erst mal beim Support von Adobe angerufen am Donnerstagmorgen. Hab die mal gefragt, was ist da los? Die haben offensichtlich gerade vor allem mit einem besonderen Softwareanbieter wegen Softwarepiraterie gerade richtig Stress, weil die dem wohl so ein paar Seriennummern zugestanden haben und die haben diese Seriennummern mehrfach verkauft. So, was natürlich jetzt dann richtig durcheinander Probleme gab und daraufhin haben sie alle Seriennummern im Zusammenhang mit diversen Softwareanbietern komplett gekappt. Und das ist dann auch der Grund, warum es meine Version gekickt hat, weil ich mir damals auch in der Tat über Fremdfirmen die eine Version geholt hatte, weil es vor 2 Jahren noch nur Adobe-Programme im Abo gab. Und ich sehe es halt nicht ein, irgendwie, weiß ich, im Monat 10 Euro zu zahlen, also über 100 Euro im Monat und über 100 Euro im Jahr und das über Jahre, oder 5 Jahre so ein Programm, das wenn man überlegt, 10 Euro im Monat, hätte ich ja jetzt schon, seit ich dieses
Programm habe quasi 240 Euro ausgegeben. Es ist halt, boah, ja, schon auch bisschen krass. So. Ja, da hatte ich so richtig gar keinen Bock drauf, deswegen ich versucht, das zu vermeiden. Und da das 1A funktioniert hat, da habe ich mir da auch gar keinen Kopf drum gemacht. Dass ich das dann später mal recht. Damit hat auch ich nicht gerechnet.